Ja, hu, hier wieder beim Koali und bei Magic the Gathering 2015 Duels of the Planeswalker und wir haben Rache zu üben an diesem netten Herrn mit seinem merkwürdigen schwarzen Deck. Auf der Spur deiner Verfolger verschlägt es dich in eine öde Landschaft, der Gestank des Todes überall. Dennoch kannst du deine Opfer deutlich spüren. Der Weg ist von Knochenhaufen übersät, bis du zu einer Gruppe ausgestorbener Bäume gelangst, deren verrottete Äste nach dem dunklen Himmel greifen. Zwischen den versteinerten Wurzeln hockt ein Mann, der unter leisem Singsang und mit großer Sorgfalt ein paar Knochen arrangiert. Ja, sorry, ich bin immer noch ein bisschen am Husten. Merkt ihr ja, da müsst ihr mit klarkommen. Irgendwie muss ich damit wohl noch mal irgendwie zum Arzt. So, diese Kartenhand hier ist schon wesentlich besser als die erste. Die behalten wir mal. Wir dürfen leider nicht anfangen. Da kommt der eiterne Goblin. Habe ich ja schon mal gesagt, der wäre halt auch was Gutes hier für unser Deck. Aber den gibt es halt auch nicht in den Kartenpacks. Also kann man ihn nicht für die eigenen Decks benutzen. Finde ich ein bisschen blöd gemacht. Ich finde irgendwie, die sollten alle Karten, die jetzt irgendwie vorkommen, auch. Da kommt noch einer. Zur Verfügung stellen, damit man die in seine eigenen Decks bringt. Und noch einer. Drei Stück. Oh je. Bringt es jetzt was, den zu spielen? Ich glaube. Ja, und nicht so viel. Der kann eh nicht blocken. Deswegen lieber das getappte Land. Und wir werden jetzt gleich drei Schaden kassieren müssen. Da kommt jetzt der Sumpfräuber mit der Sumpftarnung. Den können wir ja überhaupt nicht leiden. Weil, ja gut, momentan haben wir noch keine Sümpfe draußen. Also noch ist es nicht so schlimm. So, jetzt werden wir mal ein paar von den Dingern entsorgen hier. Wir haben ein paar Blocker jetzt. Ist zwar alles nicht ideal, aber vielleicht hält es den Gegner ein bisschen vom Angreifen ab. Kommt einer, ja, der wird uns jetzt mit den Blocken halt den anderen mittöten. Ja. Aber dafür kriegen wir halt diese Runde keinen Schaden, ist auch okay. So, ein 2-2-Flieger mit Eile, der aufpumpbar ist. Auch nicht schlecht. Allgemein ist das Deck vom Gegner irgendwie schon relativ schnell unterwegs. Wir spielen auch mal einen Flieger, damit wir den gegnerischen Flieger blocken können. Aber wir werden jetzt nächste Runde relativ viel Schaden kassieren. Er kommt mit allem vorbei, er kann den Flieger einfach aufpumpen. Wir würden ohne irgendwie was zu haben wir verlieren, deswegen blocken wir einen von den eiternen Goblins. Ja, 6, 6, 8, 9 Schaden. Das tut weh, das tut weh. Ja. Wir können da jetzt auch nicht viel gegen tun. Wir werden wieder tot sein. Ja. Machen wir weiter. Wir haben eh keine Chance. Also wir können das Spiel nicht mehr gewinnen. Sehr tragisch. Dabei war unsere Hand eigentlich gar nicht so schlecht, aber wir waren einfach zu langsam. Der baut einfach auch enorm Druck auf hier mit seinen Karten. Yeah.
Ich sage, wir hängen einfach nochmal eine Runde dran und versuchen das Ganze nochmal. Das muss doch auch irgendwie zu schaffen sein. So. Diesmal wieder schöner. Ne, nicht eine gute Hand. Wir dürfen wieder nicht anfangen. Spielen wieder unser Trippelland raus. Ist ja nicht so, als ob wir es nicht versuchen, den guten Boragor zu piesacken. Ja, wird er Karten ziehen oder lässt er uns Karten ziehen? Ich glaube, er zieht selber Karten, ja. Und 4-2 Lebenspunkte. Ist okay. Kann man mal machen. So, wir holen uns hier ein paar Gobbos. Ist schon mal ein Vorteil gegenüber dem letzten Spiel, dass wir jetzt zuerst die Gobbos draußen haben. Gegner spielt nichts. Ich habe so ein bisschen Skrupel, die Sümpfe rauszuspielen, wegen diesen merkwürdigen Sumpftarnungsviechern. Aber naja, wat mut dat mut, ne? So, wir spielen das Werkschutzelementar raus. Und das wird er uns jetzt direkt wegburzeln. Schade, aber jetzt auch nicht so super schlimm. Spiele eine Blutflussexpertin. Und die Gobbos werden wieder zum Angriff übergehen. Ah, nein! Ich habe aus Versehen weggeklickt. Ah, das wären 2 Lebenspunkte beim Gegner gewesen. Er konnte sich nicht wehren. Aber der hat auch Mana-Probleme. Der Gegner hat Mana-Probleme, das ist gut. Was hat er gerade weggeschmissen? Ja, sehr gut. Eine Korruption. Das ist eine richtig üble Karte. Ah. Spiele Blutschauderer. Und ein Flieger. So, und jetzt muss ich darauf achten, dass wir auch den richtigen Knopf betätigen hier und mit allen angreifen und noch 3 Schaden reinhauen. Er könnte jetzt schon auf 13 runter sein. Das ist schon ein Unterschied. Ah, da hat er das vierte Land. Verstümmeln. Alle Kreaturen erhalten für jeden Sumpf minus 1, minus 1. Wie viele Sümpfe hat er denn? 4. Können wir unsere Blutflussexpertin? Ja, wir können sie retten. Weiter Stopp. Und wir opfern halt jetzt alles weg hier, was wir hier haben, und retten damit unsere Blutflussexpertin. Puh, gerade so, ne? Dann spielen wir noch eine raus. Dann kommt ein Brandstifter. Und dann ziehen wir dem Gegner mal 5 Lebenspunkte ab. Halt auch noch relativ viele Karten. Das ist halt, ne? Was kommt da jetzt? Da kommt der Flieger, der aufpumpbar ist. Das ist natürlich jetzt nicht so schön. Aber wir können den entfernen. Das ist nicht das Thema. Der greift uns auch an, hat er, weil der. Ah, der hat Eile. Ah, okay. Aber das ist gar kein Flieger. Das ist gar kein Flieger. Ja, hätte ich blocken können. Aber muss jetzt auch. So.
Holen uns noch einen Blutschauderer. Der hat inzwischen Eile hier, weil der Gegner 10 Lebenspunkte hat oder weniger. So, und ich denke, wir haben gewonnen. Wir machen ihm jetzt 2, 3, 4, 9 und wenn ich ihn danach opfere, 10 Schaden. Der hat keinen Mana mehr, was er einsetzen kann. So, und jetzt hier opfern wir den Goblin und schießen ihm einen Schaden. Und haben den Fritzen endlich besiegt. Yeah. Puh, das war ein hartes Stück Arbeit. Und beim nächsten Mal seht ihr, wie es weitergeht. Und bis dahin, have fun, euer Koali.